Jetzt kann ich den gravitonometrischen Generator wieder einschalten. Oh, ich hoffe, da sind keine Vögel reingekommen. Gesundheit. So, wieder ab hier hoch. Geht mal in den Scharfschützenmodus, du Pisser. So, das ging auf fix. Ach, das Labor ist geräumt. Oh, und es riecht auch schon besser. Komm mit nach draußen, wo wir bestimmt auf einige Rhinoxe in Rüstungen treffen. Du brauchst eine stärkere Waffe, um sie zu schlagen. Erstmal Edelsteine aufsammeln, ist wichtiger. Jetzt muss ich gleich mal gucken, ob hier wieder was drin ist. Und gleich kommt eine Stelle. Da habe ich echt null Ahnung gehabt, wie ich die damals machen soll. Ich glaube, wir haben das irgendwo in der Zeitschrift gelesen, wie es dann funktioniert. Nach meinen Berechnungen müssten die Bomben in diesem praktischen Automaten höchst effektiv gegen Rüstungen sein. Ah, probier's mal aus. Mir ist gerade aufgefallen, ich wollte ja eigentlich nach der Feuerwerksfabrik. Neu starten. Die Aufnahme. Habe ich vergessen. Kann man damit auch so? Nee. Da muss man aus dem Third Person machen. Und ich wusste damals einfach nicht, wie man darüber kommt. Aber man muss einfach nur. Ups. Einfach nur so ein Ding darüber schmeißen. Ist so einfach, ne? Und hier gibt es dann nämlich noch eine extra kleine Aufgabe. Oh. Da waren gut viele Edelsteine drin. Und hier oben hängt, glaube ich, noch eine Flasche. Ja, zwei sogar. Müssen wir aber von hier drüben abschießen. Nee, von ganz da drüben, okay. Aber wir machen erstmal das hier. Die Schüsse prallen auch von der Wasseroberfläche ab, das ist sehr schön. Du hast dieses Ei bereits. Das stimmt nicht. Das steht ja irgendwie immer. Aber es wird alles vernünftig gezählt, von daher. Mir doch ziemlich egal. Okay, den einen hätten wir. Den kriegen wir von hier. Den Flaschen.
immer schon alle Palmen kaputt gemacht. Kein Headshot, schade. Schön. Muss er irgendwo. Dankeschön. Ach, super. Oh, vielen Dank, dass du mein Labor gerettet hast. Jetzt kann ich wieder in Ruhe nachdenken. Rowan. Ist das nicht ein Männername? Aha! Aha! No. Oder waren das hier... Moment. Waren das hier 4 von 3? Nee. Egal. No. Aha. Aha. Okay, wir haben... Nee, Quatsch. Am Anfang gibt's ja noch mal... Da gibt's ja noch mal... ein Dings, was wir kaputt machen können. Meine ich mal. So, hier drin sind keine. Ich hoffe nicht, dass wir nochmal extra dahin müssen. Also, um nochmal Nachschub zu holen. Das wäre nämlich blöd. Auf jeden Fall aufpassen, dass ich nicht daneben schmeiße. Nee, müsste ausreichen. Ja, da war der Körnerpunkt. Und das hier müssten jetzt auch die letzten Edelsteine sein. Na. Wahrscheinlich hängen irgendwo noch welche in der Luft. Das sieht sehr danach aus. Können wir hier schon irgendwie gucken? Hier sieht man nichts. Bestimmt von hier. Nee, auch nicht. Dann müssen wir nochmal in jedes Räumchen reingucken. Ja, das sieht auch nicht so aus, als ob das hier wäre. Ist das dann doch hier drüben bei den Vögeln? Oder sie ist draußen. Das sieht eher nach draußen aus. Ah, guck mal einer an. Kriege ich den? Ja, super.
Jetzt haben wir alles. Level geschafft. Sehr gut, dann können wir jetzt nämlich zurückgehen. Und zwar dann im Abendsee alles fertig machen. Ach, guck mal. Jetzt haben wir hier auch alles. So, wir möchten gerne zu Abendsee. Und dann machen wir diese Flotte oder wie das heißt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Level heißt. Das machen wir zuerst. Verlorene Flotte. Das machen wir hier zuerst. Dann machen wir die Feuerwerksfabrik. Und dann machen wir das Sparks Level. So. Dann können wir dann direkt hier rüber. Das ist ja nur noch das eine Level, was da fehlt. Normalerweise. Und da steht er. Spyro, du kommst gerade rechtzeitig. Eine Horde Rhinoxe auf Skateboard hat uns zu einem Rennen herausgefordert. Sie haben gesagt, dass du langsamer bist als eine Feuerschnecke vom Schmelzkrater. Ich habe aber zu dir gehalten. Ich habe geantwortet, dass ich ein paar verdammt schnelle Feuerschnecken kenne. Bist du bereit, gegen diese Burschen anzutreten? Sie haben um ein Ei gewettet, dass du verlierst. Rennen gegen die Rhinoxe. Ja, mit ihnen. Super! Du kannst mein Spezialrennboard benutzen. Jedes Mal, wenn du einen Trick machst, springt der Turboantrieb an. Du kannst diesen Turbo jederzeit benutzen, indem du die Quadrattaste drückst. Viel Glück! Dankeschön. Mach Tricks, um Turbos zu bekommen. Benutze die Turbos, indem du Quadrat drückst. Schlage alle Rhinoxe in einem Rennen über 3 Runden. Auch noch gerade mein Auge, das ist natürlich nicht so geil. Das geht ja auf jeden Fall noch. Ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwie so eine Rundenzeit gab, die man unterbieten müsste. Aber das hier haben wir auf jeden Fall geschafft. Oh, jetzt kann ich endlich mal mein Auge kratzen. Oh. Du hast ihnen eine Lektion erteilt, wie einem Haufen schwindliger, einzähliger Sandnorks. Ach ja, ich glaube, wir haben auch dieses Ei gewonnen. Yay! Ich glaube, jetzt müssen wir nochmal gegen ihn eine Runde fahren.